Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 6 News Update. Eigentlich dachte ich nicht, dass ich mich vor Season 6 nochmal mit einem Informationsvideo melde, aber gerade eben hat Respawn den Battle Pass Trailer veröffentlicht. Er ist wirklich sehr, sehr geil. Zeigt eine Menge Stuff aus dem Battle Pass und vor allen Dingen eine Menge Gameplay-Szenen rund um die neuen Spots, die wir so ein bisschen näher betrachten können. Jedenfalls, wenn wir den Trailer vernünftig pausieren. Ich gehe den Trailer kurz mit euch durch. Ich zeige ihn natürlich erstmal in voller Länge. Es gibt wieder eine klitzekleine Analyse und dann war es das auch schon wieder von mir. Und dann denke ich, dass es heute wirklich vor Season 6 das letzte Video war und ich hoffe, dass ich den ein oder anderen morgen früh um 7 bei meinem Stream in die neue Season begrüßen darf. Wie immer schon mal einen Daumen da lassen, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, viel Spaß jetzt bei dem Battle Pass Trailer und danach folgt die kleine Analyse. Don't kill yourself over this. I'm already doing that. I'm just so bloody happy. Show the Outlands what you're made of in our all new Battle Pass. Jam-packed with all the usual goodies. You snooze, you lose. Season 6 cranks it to full throttle with Pathfinder and the Roll Cage Sentinel. You tried, and that's all that matters. Or if you've got a score to settle, unleash the Road Warrior and go supersonic on your enemies. This season also brings a new way for Legends to leave their mark in the arena. Introducing our all-new Holo Sprays. These deployable markers are the ultimate way to show who's king of the ring. Sorry, did I confuse you? And as always, Legends can trick out their experience with new music packs, loading screens, banners, gun charms, and a new batch of tricked out skydive emotes. Victory is delicious. So gear up and bring the swag. Another fold. Only with the Season 6 Battle Pass. You fought with honor. May you ride with the gods. Los geht's mit der Analyse. Und hier stoppe ich auch gleich, denn hier sehen wir den neuen Spot. Ich glaube, er hieß Sammeln, der Spot, der die Bohrstelle ersetzt. Wir sind in einer, wahrscheinlich so eine Art Kommandozentrale, da kannst du einfach mal irgendwelche Fenster einschlagen und dort aus diesem Spot rausspringen, was ich schon sehr, sehr edel finde. Hier sehen wir übrigens schon, Moment, da muss ich noch ein Stück zurückschieben. Das dürfte ein Skin für die neue Waffe, die Bolt SMG sein. Sieht man jetzt nicht ganz so gut, wie ich mir das erhofft habe. Aber hier sieht man auch nochmal die volle Pracht von dem neuen Spot. Das dürfte wahrscheinlich, ich nehme an, dass es ein seltener Skin für Rampart ist. Der sieht jetzt nicht so besonders aus, dass ich sage, das ist wahrscheinlich ein epischer oder ein legendärer. Show the Outlands what you're made of in our all new Battle Pass. So, hier haben wir drei Battle Pass Skins, einmal Bloodhound, einmal Octane und einmal den Pathfinder. Bleibt abzuwarten, ob es alles drei Battle Pass Skins sind, weil wir erinnern uns, in den letzten Battle Passen haben wir jeweils immer nur einen legendären Skin bekommen. Es könnte sein, dass es vielleicht einer ist, der nur episch ist. Vielleicht der Octane oder der Bloodhound. Mal sehen, vielleicht kriegen wir aber auch drei legendäre. So, und jetzt bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich diese Waffe korrekt identifiziere. Ich gehe davon aus, dass es wahrscheinlich die neue Volt SMG ist, weil mir kommt der Sound der Waffe absolut null bekannt vor. Als ich den Trailer jetzt das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wow, geil, G7, toller Skin, Battle Pass Stufe 110, aber es ist natürlich völliger Quatsch, weil es ist eine vollautomatische Waffe. Zum anderen sehen wir hier im Hintergrund diese Explosionsschutzwände. In einem der letzten Videos habe ich darüber gesprochen. Und hier sehen wir auch 1, 2, 3 Barrikaden von Rampart und ein Airstrike. Jetzt zieht euch einfach nochmal den Sound der Waffe rein. Bin mir nicht sicher. Ist es vielleicht auch die 301 oder die Volt SMG? Ich bin mir einfach nicht hundertprozentig sicher. Das habe ich ja schon mal zugegeben, dass ich manchmal in irgendwelchen Trailern die Waffen sehe und denke mir, what the fuck, was ist das für eine Waffe? Und übrigens, die Leute, die letztens gesagt haben, es ist die Sentinel, ihr habt völlig recht, es ist tatsächlich die Sentinel. Ich hätte sie tatsächlich als
Triple Take wiedererkannt, wo ich schon mal wieder falsch lag. Zieht euch doch mal diese Ansicht rein, dieser Skin für den Pathfinder, dazugehörig dieser Sentinel Skin, das passt einfach mal 1A zusammen. Bam. Und dieser Skin ist natürlich absolut edel. Und das hier dürfte der G7 Skin Battle Pass Stufe 100 sein. Ich gehe mal davon aus, dass es die 100er, nicht die 110er Stufe ist. Aber die andere Stufe ist auf jeden Fall auch noch zu sehen. Hier haben wir nochmal einen kleinen Break. Einfach hier sind wir wahrscheinlich direkt unter dieser Rakete, die uns hoffentlich in Season 7 auf Olympus bringt. Oder nach Olympus fliegt, wie auch immer. Quasi da, wo die Lavakluft war. Und das ist völlig neu. Das sind die Holosprays. Jeder bekommt jetzt Holosprays. Das habe ich vor einigen Tagen schon mal berichtet. Da wusste aber noch keiner so richtig, was das genau sein soll. Du kannst quasi irgendwo dieses Ding hinschmeißen und sagen, hier meins, hier war ich. Quasi in anderen Battle Royals konntest du irgendwelche Wände mit irgendwelchen Graffitis besprühen. Und das sind halt Holosprays. Das finde ich viel kreativer. Und es ist viel deutlicher irgendwie zu sehen, als wenn du hier irgendwo so ein Graffiti an die Wand schmierst, was sowieso keine Sau sieht. So, dann versuche ich mal überall zu stoppen. Das ist der von Wraith, Looking for Me. Dann haben wir hier Bamboozled. Oh, Octane. Catch Me If You Can, sehr, sehr edel. Absolut geiler Holospray. Und hier sind wir übrigens in so einem Tunnel und hier ist so ein Waggon. Ihr erinnert euch, der Zug wird stillgelegt und einer dieser Waggons ist jetzt hier im Hintergrund zu sehen. Slatra and Victory, Bloodhound, der sieht auch sehr edel aus. Da können wir uns sicher sein, dass in den nächsten Seasons auf jeden Fall auch mehr davon kommen. Respect the Uniform, okay. Und das war erstmal alles von den Holosprays. Hier sehen wir im Hintergrund nochmal die Raketenabschussrampe, ein Riesenspot. Also ich muss sagen, die Veränderungen, die werden mir wahrscheinlich sehr, sehr gut gefallen. Moment, hier muss ich nochmal zurück machen. Sehen wir hier irgendeinen Skin, den ich gerade noch nicht so ganz wahrgenommen habe? Ich glaube, das war die Peacekeeper, oder? Meine Fresse, kriege ich das mal noch vernünftig gestoppt da. Peacekeeper mit dem goldenen Holovisier. Könnte Ausschluss darauf geben, ob die Peacekeeper vielleicht doch erstmal eine goldene Waffe bleibt und nicht zurückkommt, wie man es ursprünglich dachte. Leider. Wir werden aber morgen mehr sehen. So, und hier schmeißt er jetzt einfach seinen Bamboozle hin, um zu markieren, meins. Music Packs ist klar, Loading Screens, Gun Charms ist auch klar. Oh, was ist denn das Schönes? Kann ich jetzt erstmal auf die Schnelle nicht erkennen. Irgendein Rampart. Achso, das ist so eine Art Schraubenschlüssel. Achso, das ist ein Schraubenschlüssel mit einer Hand. Okay. Die Skydives, das wird so interessant. Wir sehen hier Bangalore auf ihren Airstrike-Raketen und zieht euch jetzt den Revenant rein. Das ist ja ultra geil. Er umarmt jetzt quasi sein Totem und er wird dann eine Deathbox. So edel. Und zack, ist er eine Deathbox. Ist das nicht absolut witzig? Mega geil gemacht. So, was haben wir hier? Hier haben wir Caustic mit seinem Noxgas. Im Hintergrund haben wir Wraith. Wraith, das sieht echt ultra geil aus. Hat so ein bisschen Genki Dama-Style von Dragon Ball, wer diese Serie kennt. Zack. Könnte man denken, dass sie das Portal irgendwo hinwirft oder irgendeinen Energieball, dieser auf irgendjemanden schmeißt. Das sieht so ultra stark aus. Ach, und hier haben wir natürlich... Das dürfte der 110er Battle Pass für die G7 sein. Jetzt habe ich es gestoppt. Meine Fresse, gar nicht so einfach. Das kann nur der 110er sein. Der sieht nämlich deutlich besser aus als der weiße Skin für die G7. Sieht es nicht einfach übelst toll aus. Bessere Worte kann ich dafür gerade gar nicht finden.
Jetzt seid ihr wie immer gefragt, schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Battle Pass Trailer haltet. Er hat auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Gameplay-Material gezeigt, was wir uns auf dem World's Edge alles vorstellen können, wie die Veränderungen gameplay-technisch so aussehen werden. Eine Menge geiler Skins dabei. Sagt mir mal, was ihr von den neuen Holo-Sprays haltet. Die finde ich gar nicht mal so schlecht. Macht das Spiel natürlich jetzt nicht viel besser, aber es ist ein Nice-to-Have-Gimmick. Das soll es jetzt aber schon wieder gewesen sein. Wir sehen und hören uns hoffentlich morgen früh, wenn ich in die neue Season live reinstreame. Um 7 spätestens versuche ich online zu sein. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.